Bereits zum 10. Mal fand die Ebenfurter Wirtschaftsrunde auf Einladung des Bürgermeisters im Stadtsaal statt. Als Anerkennung der Leistungen, aber auch als Wertschätzung für die Wirtschaftsbelebung von Ebenfurt und der Region. Ich darf Sie grundsätzlich herzlich willkommen heißen und willkommen im neu ausgerichteten Stadtsaal der Stadtgemeinde Ebenfurt, unserer Heimatgemeinde, zur 10. Wirtschaftsrunde. Wir haben heute ein bisschen Jubiläum. Der Zulauf zu der Wirtschaftsrunde ist ungebrochen. Ja, das ist eigentlich auch schon die Antwort. Es ist ungebrochen. Es ist ein kleines Jubiläum. Vor 10 Jahren haben wir das mit ein bisschen Bauchweh ins Leben gerufen, weil Wirtschaftsrunden sind meistens bei 40, 50 Personen. Wir haben so im Durchschnitt so 160, 180, das schwankt in diesem Bereich. Und das ist etwas, was gewünscht wird. Spätestens im Sommer fragen die Gewerbebetriebe schon nach und Bürgermeister, wie schaut es aus, gibt es wieder eine Wirtschaftsrunde? Da gibt es natürlich immer nur ein klares Ja dazu. Wir wissen auch, dass es gerade in bewegten Zeiten, so wie wir uns jetzt wieder mittendrin befinden, nicht leicht ist, einen Betrieb positiv zu führen. Sie sind gerne gekommen? Ja, sicher, ja. Ich bin jetzt das 10. Mal schon da, nicht? Also ich bin jedes Jahr gekommen und ich finde, das ist wirklich ein nettes Zusammentreffen und auch wichtig, glaube ich, einmal für die Gemeinde und eben für die Gewerbetreibenden in der Gemeinde. Ne? Ich bin heute das erste Mal, für mich Premiere, bin jetzt seit kurzem im Vorstand der EBSG, also der Pötschinger, bin aber natürlich als Nachbarbürgermeister von Solingen mit Alfredo sehr, sehr gut, wir sehen uns ja sehr oft und heute aber das erste Mal bei der Wirtschaftsrunde dabei. Ich bin heute genau das 8. Mal dabei, also ich bin ein treuer Besucher, ich freue mich jedes Mal, wenn mich der Bürgermeister natürlich einlädt. Und ich muss sagen, ich genieße es jedes Mal erinnern, sehr viele Kunden von mir zu sehen, die mit was natürlich sprechen kann, was ich kenne, was selbst von mir Kundschaften sind. Und ich muss sagen, es sind auch sehr viele neue Geschäfte davon auch entstanden. Und natürlich genieße ich es, dass ich jedes Mal dabei sein kann und demnächst natürlich auch sofort das Buffet draußen genießen kann. Na, ich finde es toll, weil ich jetzt einfach schon bekannter bin, weil ich schon Freunde da habe. Ich habe die Apotheke seit 4 Jahren. 8. September vor 4 Jahren waren sie auch da. Also ich fühle mich wohl und ich fühle mich in der Gemeinde wohl, wirklich. Der Mittlerweile auch gut aufgenommen worden. Ja, sehr. Na gut, der Bürgermeister ist inzwischen, also wir sind freundschaftlich verbunden. Und ja, überhaupt, also ich denke von den 300 Leuten, die da sind, kenne ich 298. Das heißt, jedes Mal haben sie da Geschäfte angebahnt bei der Wirtschaftsrunde und das ist auch der Sinn und Zweck dazu. Das ist einmal vor allem ein ehrliches Dankeschön von meiner Person, sprich von der Stadtgemeinde, an allen Gewerbetreibenden aus einem ganz einfachen Grund, weil es ist nicht leicht, es ist überhaupt nicht leicht und ich bin über jeden Einzelnen froh, der sich das antut und wir sind ganz, ganz stolz, auch so tolle Betriebe ortsansässig zu haben und wir sind auch ganz, ganz angetan, weil wir auch mit Betrieben, die von der Region sind, hervorragende Erfahrung haben.